Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine neue Manga-Vorstellung für euch. Und zwar zu dem Manga Ashitaba Sanshino Muku Kurashi. Dieser umfasst aktuell 4 Bände und läuft noch. Erscheint seit dem Jahr 2015 in der Grand Jump. Die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und ist von Ui Masakazu, welcher auch Oxa macht. Deshalb kennt ihr vielleicht den Namen Ui Masakazu schon, weil ich ja bereits eine Review zu Oxan gemacht habe. Darum geht es jetzt in Ashitaba-san? Auch jetzt ist gerade das Figur umgefallen. Nee, aber worum geht es jetzt in Ashitaba-san? Es geht um Mukun und dieser zieht mit seiner Verlobten zusammen. Sofern nichts Ungewöhnliches, jedoch zieht er bei ihr und ihrer Mutter und ihrer Schwestern ein. Wohlgemerkt, die Tante lebt ebenfalls noch mit in dem Haus. Der Grund ist, die beiden haben noch kein Geld, sich eine Wohnung zu holen. Und somit wohnt Mukun jetzt mit seiner Verlobten Hinata bei ihrer Familie. Da ist natürlich Chaos vorprogrammiert, vor allem da alle Familienmitglieder nur Frauen sind. Wie schon gesagt, hätten wir da einmal die Mutter, übrigens das ist Hinata seine Verlobte, als auch noch die Geschwister, die mittlere Tochter, also Hinata ist die Älteste, sie ist die Zweitälteste und die Kleine mit den blauen Haaren ist die Jüngste. Die Frau, die sich da verbirgt, ist die Tante und die Schwester der Mutter. So viel zur Story. Im Großen und Ganzen ist Ashitaba-san wieder nur ein Slice-of-Life-Manga. Allerdings muss man sagen, er ist doch etwas anders. Allerdings, bevor wir darauf zu sprechen kommen, muss ich sagen, dass anfangs, als ich den Manga damals gesehen habe, mich der Manga überhaupt nicht angesprochen hat. Und zwar sah ich auf Twitter mehrmals das Cover von Band 2. Und hatte gedacht, ja, was ist denn das jetzt für ein komischer Manga? Und hatte mich irgendwie nicht wirklich angesprochen. Vor allem, weil es eigentlich von jemand retweetet wurde, der normalerweise ein großer nur Soft-Hentai-Sachen retweetet. Und ich weiß irgendwie nicht, irgendwie hat mich dieser Manga einfach nicht angesprochen. Irgendwann sah ich da auch noch das Cover von Band 1 und dann habe ich erst gemerkt, oh, das hier ist ja Band 2. Dann war ich jedoch eines Tages auf einer Scanlation-Seite unterwegs und dann sah ich auf einmal, hä? Das Teil wird übersetzt, denn ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich irgendeine Scan-Gruppe sich Ashitaba-san annimmt. Und dann habe ich gedacht, dann schaue ich doch einfach mal rein. Und ich wurde wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht, denn der Manga ist wirklich klasse. Wie gesagt, der Manga ist allerdings auch etwas anders. Wir haben so die typische Slice-of-Life-Geschichte. Am besten kann man diesen Manga mit Lafina oder Galin Harz vergleichen. Wir haben einen Jungen, der mit mehreren Frauen unter einem Dach lebt. Doch hier kommt jetzt der große, große Unterschied. Dieser Manga geht da los, wo die meisten Harem-Geschichten enden. Während Lafina, Radin, Harz und Kodam, denn das Hauptcharakter mit einem der Mädchen zusammenkommt, ist der Hauptcharakter hier bereits verlobt. Und ab hier startet die Geschichte, wo er mit seiner Verlobten zusammenzieht. Also quasi sehen wir hier mal, was passiert, nachdem sich der Hauptcharakter für ein Mädchen entschieden hat. Wobei hier nie mehrere zur Auswahl standen und er ihre Familie auch erst dann kennenlernte, als er zu ihr zieht. Der Manga ist in Kurzgeschichten unterteilt, die meist immer eine Story erscheinen. Das sind meist Slice-of-Life-Geschichten wie Einkaufen oder einem ist das Dach kaputt und es regnet rein. Oder Mukun und Hinata wollen mal Zweisamkeit verbringen, aber das klappt dann nicht so recht, weil erst wird gesagt, die anderen Familienmitglieder sind an dem Tag nicht da. Dann geht natürlich aber alles schief, weil die Massage der Mutter fällt aus. Der Club der zweitältesten Tochter ist, hat diesmal früher aus und natürlich kommen dann natürlich doch alle rechtzeitig nach Hause. All solche verschiedenen Geschichten. Sex gibt es in dem Manga auch, jedoch wird dieser nur angedeutet. Wieder wird nur angedeutet, wir haben hier also nicht einen Soft-Hentai-Manga, wie ich zum Beispiel damals, bevor ich ihn gelesen habe, erst angenommen habe. Hier wird alles nur angedeutet. Und so kann man im Großen und Ganzen Ashitaba beschreiben. Was auch noch auffällt, ist, die weiblichen Charaktere sind zum Großteil bis auf die jüngste Tochter sehen die Frauen alle etwas älter aus. Wir haben hier also auch nicht diese typischen Schulmädchen. Und Mukun ist auch kein Schüler oder kein Student mehr. Mukun arbeitet bereits, nämlich in einer Bücherei. Das ist halt mal was anderes. Wir haben hier nicht diese typischen Schulmädchen. Zwar wird das Thema Schule mal erwähnt,
war alleine die zweitälteste und durch die jüngste. Jedoch ist dies nicht der Hauptpunkt, sondern sind halt ganz normal Schülerinnen, die halt normal zur Schule gehen und darauf wird jetzt nie wirklich so Bezug genommen. Im ganzen Manga haben wir auch noch einen munteren Running Gag, nämlich mit der Schwester, beziehungsweise mit der Tante, also Schwester der Mutter. Diese lebt ja mehr oder weniger in ihrem Zimmer und macht halt wenig. Und deshalb bekommt sie meistens nicht mit, dass sie erschreckt sich zum Beispiel mehrmals, als sie das Zimmer verlässt und auf einmal Mukun sieht, weil sie gar nicht überhaupt an Männer gewöhnt ist und auch gar nicht weiß, dass ihre Nichte jetzt verlobt ist. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig, muss man sagen. Und bringt auch wirklich viel Spaß zu lesen. Wieder der Manga hat 4 Bände. Einen wirklichen roten Faden gibt es so gesehen nicht. Wobei vielleicht ist die Hochzeit mehr oder weniger das Ziel, wobei diese scheinbar jetzt bald ist. Das weiß man nicht. Ich hoffe, ich sagte es auch schon in der Chapter Review von der Grand Jump, glaube ich, dass ich es nicht hoffe, dass der Manga jetzt mit der Hochzeit enden wird. Wäre schade. Ich hoffe, hier kommen auf jeden Fall noch ein paar Bände raus. Weil ich muss sagen, von solchen Harem- und Edgy-Geschichten, die lese ich halt am liebsten, wo der Hauptcharakter mit mehreren Frauen unter einem Dach lebt. Ich mag ja auch Guardian Heart sehr gerne. Lafina mag ich auch gerne. Wobei Lafina leider wirklich ein beschissenes Ende, was mir nicht wirklich gefiel. Wobei da, wenn ich nur das letzte Kapitel, wenn ich der Fall ist, wo ich sage, das letzte Kapitel von Lafina, nee. Aber hier geht es ja jetzt nicht um Lafina, sondern hier geht es jetzt um die Ashitabas. Und ich kann wirklich den Manga nur empfehlen. Für Fans von Lafina und Guardian Hearts, die allerdings nicht dieses typische Harem wollen, sondern mal halt wissen, theoretisch, wie es in so einem Manga weitergehen könnte. Denn wir haben jetzt zwar die Thematik Harem, weil der Hauptcharakter mit mehreren Frauen unter einem Dach wohnt, allerdings machen diese sich nicht wirklich an ihn ran. Es gibt natürlich zweideutige Situationen, die entstehen aber tatsächlich nur durch Zufall. Und auch wenn die Mutter manchmal wirklich zweideutige Anspielungen macht, merkt man einfach, dass sie sich für ihre Tochter sehr freut. Und es gibt auch eine wirklich sehr schöne Stelle, wo sie sich bei Mukun wirklich bedankt, dass er sich um ihre Tochter kümmern will. Also ist das Ganze hier wirklich mehr so aus Jux und Dollerei, beziehungsweise diese zweideutigen Ereignisse passieren tatsächlich wirklich mehr durch Zufall. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Wie gesagt, meine Empfehlung hat Ashitaba-san auf jeden Fall das Gütesiegel. Das gibt's natürlich, das habe ich mir schon wieder vergessen hier hinzulegen. Ich habe die Review bereits schon mal aufgenommen. Die gefiel mir im Nachhinein aber nicht mehr so gut. Also nehmen Sie jetzt nochmal auf. Bei der ersten Review hatte ich mir das Gütesiegel extra hier hingelegt. Ja, jetzt hängt es wieder da hinten im Schrank. Gut, das Gütesiegel zeige ich euch dann kleiner, wenn es die Bilder gibt. Und ich würde auch mal sagen, zu den Bildern kommen wir. So, das Gütesiegel. Natürlich, so muss es sein. Bekommt der Manga auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Bilder an. Das Zeichenziel gefällt mir auch sehr, sehr gut, obwohl mich dieser Anfang irgendwie ein wenig abgeschreckt hatte. Aber ich bin wirklich froh, dass ich dann doch mit Ashitaba-san reingeschaut habe. Man erkennt auch recht deutlich, also recht deutlich, man erkennt auf jeden Fall den Zeichenstil von Uima Sakasu. Man erkennt also auch, dass es der ist, der Oxan zeichnet. Uima Sakasu hat übrigens noch einige andere interessante Werke, in die ich auf jeden Fall mal reinschauen will. Hier hätte mir zum Beispiel eine Freundin von der Tante. Nebencharaktere kommen zwar vor, sind allerdings dann doch recht selten und sind wirklich nur auf Nebencharaktere bezogen. Also die kommen nie viele Kapitel lang vor. Und was ich noch vergessen habe, zum Story zu erwähnen, manchmal gibt es auch eine Story, die über 2 Kapitel geht, aber an sich sind sie wirklich in sich abgeschlossene Slice-of-Life-Geschichten. Das war meine Manga-Vorstellung zu Oxan. Wie gesagt, Gütesiegel auf jeden Fall, unbedingt lesen und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.